Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch die Afterpatch-Variante des letzten Solo Unlimited Money Glitches zeigen, beziehungsweise die Afterpatch-Variante des Regisseur-Modus in Online-Glitches. Leider ist dieser Glitch jetzt aber nicht so gut wie der letzte Glitch, da ihr euch mit diesem Glitch jetzt eben nicht alles kostenlos kaufen könnt, sondern ihr bekommt nur, wenn ihr diesen Glitch jetzt macht, in Anführungszeichen nur 1,5 Millionen GTA-Dollar, da ihr euch bei diesem Glitch eben nur die Apartments von eurem Zweitcharakter auf euren Erstcharakter kopieren könnt und diese dann halt teurer verkaufen könnt. Ich persönlich finde diesen Glitch jetzt nicht so gut, aber ich habe mir gedacht, okay, ich lade diesen Glitch jetzt mal hoch, falls ihr gerade noch Geld in GTA Online benötigt und da es halt wie gesagt gerade keinen anderen Money Glitch gibt. Eigentlich wollte ich diesen Glitch gestern schon für euch hochladen, aber ich saß gestern wirklich den ganzen Tag daran, einen neuen, besseren Afterpatch für den Regisseurmodus in Online Glitch zu finden, sodass wir uns eben wieder alles kostenlos kaufen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich und mein Team schon wirklich richtig gute Fortschritte gemacht haben, denn uns ist es gestern auf jeden Fall gelungen, den Regisseur-Modus wieder richtig in den Online-Modus zu holen, sodass wir uns auch wieder alles kostenlos kaufen können. Allerdings speichert derzeit nichts bei diesem Glitch ab und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen weiter dran arbeiten können und dann werden wir hoffentlich bald einen komplett neuen Glitch haben, wo eben alles abspeichert. Und deshalb wäre es auf jeden Fall cool von euch, wenn ihr jetzt diesem Video hier schon mal einen Like da lassen würdet, denn dann sehen wir wirklich, dass ihr wirklich einen neuen Glitch haben wollt und das würde uns auf jeden Fall auch weiter motivieren, eben nach einem neuen Glitch zu suchen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erst einmal zu diesem Glitch hier und zwar müsst ihr jetzt nun als allererstes mal mit eurem ersten Charakter in den Online-Modus von GTA gehen. Seid ihr hier nun angekommen, dann müsst ihr jetzt hier nun ins Internet gehen und dort kauft ihr euch jetzt nun auf der Internetseite von Dynasty 8 die billigsten Apartments bzw. die billigsten Zweiergaragen, die es im Spiel gibt. Dafür solltet ihr oben auf jeden Fall den Preis auf niedrig bis hoch einstellen, denn dann werden euch auch direkt die billigsten Garagen von oben an angezeigt. Und dort kauft ihr euch jetzt eben nun die drei billigsten Garagen auf die Apartmentplätze 4, 5 und 6. Die ersten drei Apartments könnt ihr auf jeden Fall so lassen, wie sie gerade schon sind, denn der Glitch funktioniert leider nur bei den letzten drei Apartments bzw. bei den letzten drei Garagen. Und falls ihr dort halt gerade 10er Garagen habt und sich dort drin irgendwelche Autos von euch befinden, dann braucht ihr dort auch wirklich keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie ein Auto oder so verliert, denn diese werden ganz einfach im Lager eingelagert und diese könnt ihr euch auch jederzeit von eurem Mechaniker liefern lassen. Okay, habt ihr das nun gemacht, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Pausenmenü und dann geht ihr auf den Karteireiter Online und dort wählt ihr jetzt dann ganz einfach die Charakterauswahl aus. Seid ihr nun in der Charakterauswahl angekommen, dann müsst ihr nun auf euren Zweitcharakter wechseln und mit diesem dann ganz einfach GTA Online betreten. Und falls ihr jetzt eben noch keinen Zweitcharakter habt, dann erstellt euch eben fix ein und wenn euer Hauptcharakter bereits über Level 120 ist, dann könnt ihr euren Zweitcharakter auch direkt auf Level 120 machen. Seid ihr nun mit eurem Zweitcharakter in der Lobby gespawnt, dann geht ihr hier nun wieder ins Internet und dort geht ihr dann erneut auf die Internetseite von Dynasty 8 und hier macht ihr nun genau das gleiche wie gerade bei eurem Erstcharakter, nur dieses Mal kauft ihr euch nicht die billigsten Apartments, sondern die teuersten Apartments. Klickt hier am besten oben auf hoch bis niedrig und dann seht ihr auch, welche drei Apartments eben die teuersten Apartments im Spiel sind und diese kauft ihr euch dann ganz einfach. Falls ihr aber jetzt noch keine Apartments auf diesem Charakter habt, dann kauft euch auf den ersten drei Stellplätzen einfach die drei billigsten Apartments bzw. Zweiergaragen und auf den Plätzen 4, 5 und 6 dann eben die drei teuersten Apartments, die es eben im Spiel gibt. Habt ihr das nun gemacht, dann öffnet ihr jetzt nun erneut wieder euer Pausenmenü und dann geht ihr dort erneut auf den Karteireiter Online und dort wählt ihr nun erneut die Charakterauswahl aus. Seid ihr nun wieder in der Charakterauswahl angekommen, dann geht ihr nun wieder auf euren Hauptcharakter, bei dem ihr eben gerade die drei billigsten Garagen gekauft habt und mit dem betretet ihr dann ganz einfach wieder GTA Online. Seid ihr nun wieder mit eurem Hauptcharakter in der Lobby angekommen, dann geht ihr nun in euer Charakterrad oder ihr geht in euer Pausenmenü, damit ihr jetzt GTA Online an dieser Stelle verlasst und wieder zurück zum Story-Modus von GTA 5 kehrt.
Seid ihr nun im Story-Modus von GTA 5 angekommen, dann müsst ihr jetzt nun in den Regisseur-Modus gehen, aber da ihr diesen jetzt nicht mehr betreten könnt, da ihr gerade eben aus dem Online-Modus gekommen seid und da Rockstar Games das Ganze jetzt eben so gehotfixt hat, dass ihr jetzt eben nicht mehr in den Regisseur-Modus reinkommt, wenn ihr eben aus dem Online-Modus kommt, da ihr nämlich, wenn ihr jetzt auf den Regisseur-Modus klicken würdet, würdet ihr nämlich ganz einfach in den Prolog geladen werden und deshalb müsst ihr nun erneut in euer Pausenmenü gehen und dort müsst ihr dann auf Spiel gehen und dort ladet ihr dann ganz einfach einen alten Spielstand. Denn so umgeht ihr nun jetzt eben, dass ihr nun nicht in den Prolog geworfen werdet und dass ihr dann eben wieder ganz normal den Regisseur-Modus betreten könnt. Habt ihr das nun gemacht und einen alten Spielstand geladen und ihr seid wieder im Story-Modus von GTA 5 gespawnt, dann müsst ihr jetzt nun eben erneut euer Interaktionsmenü öffnen und dort geht ihr dann ganz einfach auf Regisseur-Modus betreten. Seid ihr nun im Casting-Trailer gespawnt, dann müsst ihr nun wieder den alten Glitch machen, beziehungsweise die alten Schritte vom alten Glitch, bis ihr eben wieder im Himmel gefroren seid in dieser Vogelperspektive. Und dafür müsst ihr jetzt als allererstes mal den Regisseur-Modus betreten und dabei ist es auch vollkommen egal, mit welchem Charakter ihr das macht, solange ihr eben kein Tier dabei verwendet. Seid ihr nun im Regisseur-Modus auf der Straße gespawnt, dann müsst ihr nun euer Interaktionsmenü öffnen und dort scrollt ihr dann einmal runter auf den Szenen-Editor. Seid ihr nun im Szenen-Editor angekommen, dann wählt ihr euch nun schnell eine Szene aus und dann geht ihr ganz einfach weiter zu den Requisiten. Seid ihr hier nun angekommen, dann scrollt ihr jetzt so weit nach links, bis ihr eben bei den Stunt-Objekten angekommen seid, so dass ihr jetzt nun eben die Objekte aus der Vogelperspektive sehen könnt. Und nun öffnet ihr euer Pausenmenü und dann scrollt ihr so weit nach rechts, bis ihr bei Rockstar Editor angekommen seid und dann betretet ihr den ganz einfach, indem ihr die X-Taste betätigt. Seid ihr nun im Rockstar Editor, dann müsst ihr jetzt zweimal die Pfeiltaste nach unten drücken, so dass der Regisseur-Modus markiert ist und dann drückt ihr jetzt eben einmal die X-Taste, damit ihr diesen nun betretet. Habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr eine Meldung, in der drinne steht, ob ihr wirklich zurück zum Casting-Trailer wollt und wenn ihr eben in dieser Meldung angekommen seid, dann geht ihr nun in euer PSN und dort sucht ihr euch jetzt eine Aktivität raus, in der drinne steht GTA Online starten. Habt ihr nun so eine Aktivität gefunden, dann klickt ihr nun einmal auf GTA Online starten und dann werdet ihr zurück nach GTA geworfen. Und hier drückt ihr nun einmal die X-Taste, um die erste Meldung zu bestätigen und dann drückt ihr einmal die Kreistaste, um die zweite Meldung abzulehnen. Habt ihr das nun gemacht, dann werdet ihr nun einen Blackscreen bekommen und diesen müsst ihr jetzt ganz einfach wieder mit einer Aktivität wegdrücken. Und deshalb startet ganz einfach dieselbe Aktivität von gerade eben noch einmal und wenn ihr dann wieder zurück in GTA seid, dann drückt ihr eben einmal die Kreistaste, um diese Meldung wieder abzubrechen. Habt ihr das nun gemacht, dann ist der Blackscreen nun weg und eure Kamera ist jetzt in der Vogelperspektive gefroren, genauso wie das eben beim alten Glitch auch der Fall war. Und nun müsst ihr wieder in euer Pausenmenü gehen und dort geht ihr dann wieder auf den Karteireiter Online und dort geht ihr dann auf die Charakterauswahl. Habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr eine Meldung, in der drinne steht, ob ihr wirklich nach GTA Online wollt und wenn ihr nun in dieser Meldung drinne seid, dann müsst ihr nun ins PSN gehen und dort geht ihr dann zu den Einstellungen rüber und dann geht ihr dort auf das Netzwerk. Hier müsst ihr jetzt nun zweimal schnell die PS-Taste drücken, damit ihr wieder zurück nach GTA kommt und dort müsst ihr dann einmal die X-Taste drücken, um eben diese Meldung zu bestätigen. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr jetzt nun erneut zweimal schnell die PS-Taste drücken, damit ihr wieder zurück beim Netzwerk seid und dort macht ihr nun einmal kurz das Internet aus. Habt ihr das nun gemacht, dann drückt ihr erneut zweimal schnell die PS-Taste, damit ihr direkt wieder zurück nach GTA kommt und dann, wenn ihr eben wieder in GTA drin seid, drückt ihr erneut zweimal schnell die PS-Taste, damit ihr wieder ganz schnell zurück zu den Netzwerkeinstellungen kommt. Und wenn ihr jetzt eben wieder bei den Netzwerkeinstellungen seid, dann macht ihr jetzt direkt wieder das Internet an. Habt ihr das nun gemacht, dann wartet ihr jetzt nun hier in diesen Netzwerkeinstellungen noch für ca. 5 Sekunden und dann geht ihr ganz einfach wieder zurück nach GTA. Und wenn nun alles geklappt hat, dann werdet ihr nun ganz normal in die Charakterauswahl geladen, ohne dass ihr irgendeine Fehlermeldung bekommt. Seid ihr hier nun angekommen, dann müsst ihr nun auf euren Zweitcharakter gehen und mit diesem ganz einfach GTA Online betreten. Habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr nun einen ewig langen Ladebildschirm und nach ca. 1-2 Minuten bekommt ihr dann eine Fehlermeldung, in der drinne steht, dass die Rockstar Cloud Server derzeit nicht erreichbar sind und dass ihr nun zurück zum Story-Modus von GTA 5 kehrt. Diese Meldung müsst ihr jetzt ganz einfach bestätigen und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr ganz einfach hin und schließt das komplette Spiel.
Habt ihr das nun gemacht, dann startet ihr jetzt GTA 5 erneut und nun müsst ihr wirklich was ganz Bestimmtes machen, damit ihr wieder in den Online-Modus kommen könnt. Und zwar müsst ihr nun, sobald die Frau am Strand verschwunden ist, die R1-Taste und die L1-Taste zeitgleich gedrückt halten, bis ihr dazu aufgefordert werdet, eure Anzeige neu zu kalibrieren. Denn wenn ihr das Ganze jetzt nicht machen würdet, dann würdet ihr gleich wieder die gleiche Fehlermeldung bekommen, dass die Rockstar Cloud Server derzeit nicht verfügbar sind und ihr könntet eben den Online-Modus von GTA nicht betreten. Habt ihr das nun gemacht und ihr habt eure Anzeige neu kalibriert und ihr seid nun wieder im Story-Modus von GTA 5 gespawnt, dann müsst ihr jetzt nun in irgendeine Online-Sitzung von GTA gehen, um eben jetzt den Glitch zu vollenden. Kann gut sein, dass ihr jetzt hier nochmal die Rockstar-Richtlinien neu bestätigen müsst, aber das Ganze ist nicht weiter schlimm. Das liegt halt einfach daran, dass ihr gerade eure Anzeige neu kalibriert habt. Seid ihr nun wieder im Online-Modus angekommen, dann müsst ihr jetzt nun wieder ins Internet gehen und dort geht ihr dann erneut auf die Internetseite von Dynasty 8 und dort werdet ihr nun merken, dass ihr nun die Apartments von eurem Zweitcharakter auf eurem Erstcharakter euch kopiert habt. Und diese müsst ihr jetzt ganz einfach gegen die drei billigsten Apartments bzw. gegen die drei billigsten Zweiergaragen eintauschen und dann bekommt ihr pro Apartment um die 400.000 bis 500.000 GTA-Dollar gutgeschrieben. Und da ihr das Ganze jetzt eben bei allen drei Apartments machen könnt bzw. bei den letzten drei Apartments, bekommt ihr dann am Ende ca. 1,5 Millionen GTA-Dollar. Und dann könnt ihr den Glitch auch direkt wieder von vorne machen. Ich denke mal, wenn ihr den Glitch einmal raus habt und wenn ihr auch wirklich schnell seid, dann könnt ihr euch locker pro Stunde 6, 7, 8 Millionen GTA-Dollar erglitschen und das Beste daran ist eben, dass dieser Glitch solo ist und dass ihr für diesen Glitch eben keinen MOC oder sonstiges braucht. So Leute, ich hoffe nun mal, dass ihr nun alle diesen Glitch verstanden habt. Sobald es einen besseren Glitch gibt, werde ich diesen selbstverständlich für euch hochladen und heute Mittag werde ich dann noch ein Video für euch hochladen, wo ich euch zeigen werde, wie ihr wieder das Checkerboard-Outfit bekommen könnt. Aber für dieses Video soll das Ganze jetzt erstmal gewesen sein und deshalb bin ich jetzt nun mal raus. Habt auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.